Kampfmodus ist aktiviert. Raketen müssten auch schon ausgewählt sein. Flop! Raketen rausholen. Wo seid ihr? Oh, ihr seid ja schon... Oh Gott, die haben eine ganze Flotte. Nee, doch nicht. So eine halbe Flotte. Checken die das? Sind die sofort böse oder so? So, wen wollen wir hier erschießen? Da, den da. Der fliegt schon so komisch am Rande. Oh, die Schilder sind schon runter. Alles klar, schießen! Na komm, flieg vorbei, flieg vorbei! Raketen, los! Schieß! Na, geht klar, ne? Die anderen gleich fertig machen. Geht das? Oder hauen die gleich ab? Ihr Feiglinge, ihr. Ich brauche noch einen. Das haben die ignoriert. Das haben die tatsächlich ignoriert. Wir lassen den Kram mal liegen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt noch mal 14.000 Lichtsekunden. Hä? Warum macht der das? Warum drosselt er dann manchmal die komplette Geschwindigkeit? Das hat er doch früher nicht gemacht. Naja, wie dem auch sei. Komm schon. Beluga Liner. Ist viel zu groß. Ein klein, würde ich. Nein, das ist kein Missionsziel. Oder ist das das einzigste Passagierschiff, das ich hier noch auswählen kann? Ne, hier ist doch noch einer. Nimm den, nimm die Dolphin, die ist kleiner. Missionsziel. Oh, mein Fehler. Schieß. Zack. Laser runterfahren. Nee, alles cool. Keine Panik. Stopp. Den Kram, Mensch. Hätte ich angegriffen? Nee, ne? Sammler. Moduswechsel. Da kommt keiner, ne? Die kriegen uns niemals. Systeme hochfahren lassen. Frachtluke auf. Sammler, kein Ziel anwählen. Oh, verdammt, ich hatte gerade eben noch ein Ziel ausgewählt gehabt. Das könnte der frühzeitige Tod für Droni bedeuten. Hm? Na? Mein Fehler. Wir müssen eine neue kaufen. Gib alles. Kriegen wir den anderen Kram vielleicht auch noch? Oder? Wir gucken gleich. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, macht's gut. Ihr seid mit dem Schrecken davongekommen. Wir können der Drohne ein Stückchen entgegenfliegen. Bisschen weniger Arbeit. Ist ein bisschen schneller. Ja. Noch ein Stückchen. Nee, es reicht. Es reicht. Nicht übertreiben. Nicht, dass wir gegen Droni fliegen. Okay, cool. Keine gültigen Sammelziele, Kontakte. Ist alles zu weit weg, ne? Oder da hinten fahren die hier, ne? Los! Nee, Quatsch, ist die Sogwolke. Wo könnte der Kram sein, den wir vorhin gesehen haben? Ich habe die Orientierung verloren. Gut, das war jetzt wenig hilfreich. Irgendwas in die Richtung. Egal, wir ignorieren's. Laser wieder an. Wir müssen nach Hause, bevor wir erwischt werden. Danke. Und ratzfatz hier nach Hause. Wir können ausrichten. Full Speed und Frameshift.
Frameshift abgebrochen. Achso, weil ich gerade eine Sogwolke noch unter anderem anvisiert habe. Nochmal bitte, Frameshift. Nur noch nach Hause. Und dann haben wir es geschafft. Stationen, bitte. Ja, jupp, alles klar. Ausrichten. Ist ja fast um die Ecke. Ich liebe diese Station, auch wenn sie aussieht wie ein Schuhkarton. Gib alles. Die volle Strecke, bitte. Bis 10 Sekunden. Dann Ü. Ping. Durchstarten. Bis 4. Doppelping. Und das sollte hinhauen. Flop, 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 flop. Immer wenn ich es durchlaufen lasse. Ich hab das sonst nie. Hey, hey, hey. Landeerlaubnis und so. Die 2 bitte. Wieder. Das ist eine gelbe Zahl. Ziemlich weit vorne. Sieht nicht gut aus. Wir dürfen wieder ein Ründchen drehen. Ja, ach so, guck mal. Jetzt haben wir es raus. Zumindest wenn wir Landeplatz 2 bekommen. Und es die gleiche Station ist wie diese. Dann haben wir es so halbwegs raus. Gut. Volle Power auf den Antrieb. Nochmal ein bisschen Boost. Ein Boost, habe ich gesagt. Boost aufladen lassen. Wieder an. Nach vorne. Boosten. Total wild durchs All fliegen. Aber wir sind wieder auf Kurs. Ach so, warte mal, das ist... Nee, das ist nicht. Ich hatte gerade wieder diesen mysteriösen Nullschub gehabt, den ich nicht so richtig zuordnen kann. Das ist irgendeine Fehlbelegung bei mir auf dem Controller. Ich werde mich dem widmen. Aber nicht jetzt sofort. Vorsichtig, vorsichtig! Bremsen! Wir müssen auch bremsen. Und Katsching. Ja, das gilt. Flop, runter, jetzt. Ganz wenig Funken. Oh, wir haben es geschafft. Ich check mal als allererstes unseren Berüchtigkeitsgrad. Aber ist alles cool, nach wie vor auf Null. Müssen wir gleich nochmal in die Lobby, aber erst den Ruf abholen. Jo, danke. Beziehungsweise den Einfluss. Lieber als die paar Kröten da. Mhm, danke. Und hier den Ruf, bitte. Yay! Nice. Oh, herrlich. Wir haben es fast geschafft. Also wenn das hier der freundschaftliche Bereich ist. Ich hoffe nicht, dass es dieser Bereich ist. Aber das werden wir sehen nach der nächsten Mission. Aber erstmal sollten wir vielleicht unsere laufenden Kopfgelder bezahlen. Und außerdem wollte ich sowieso mal gucken, laut euch soll sich ja einiges getan haben hier bei den FPS auf Stationen und generell, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Wo war hier nochmal meine Anzeige? Wie sieht's mit der Auslastung aus? Ist in Ordnung, ne? Theoretisch müssten wir uns jetzt gerade mal zwingen, eine Zu-Fuß-Mission anzunehmen und dann gucken wir, wie die FPS irgendwo draußen auf einer Planetenoberfläche aussieht oder in einer Draußenstation. Aber wie gesagt, erstmal hier unsere Kopfgelder bezahlen. Interstellar Factors, mein Berüchtigkeitslevel ist 0. Ich sollte also keine Probleme haben, hier meine Kopfgelder zu bezahlen. Klasse, 27.000, lächerlich. Cool. Jupp. Und dann wollen wir ans schwarze Brett. Mission, von vornherein filtern. Lo. Mafia, richtig. Wir wollen. Eine, ja, gute Frage. Was wollen wir eigentlich? Transport? Ja, könnte man auch machen. Operationen, zeig mal. Digitalinfiltration. Fellows Biological Assembly Netzwerk infiltrieren. Das ist zumindest noch gelb. 4 Lichtjahre entfernt.
Fliegen Sie zur Siedlung, laden Sie die bereitgestellten Daten hoch. Datenvirus ist doch bestimmt wieder illegal, oder? Aber wir würden Ruf kriegen und wir könnten prüfen, wie es sich mit den FPS auf anderen Stationen draußen verhält. Komm, wir sind mal so mutig. Dankeschön. Werden wir gleich sehen. Wir checken vorher unser Inventar, ob wir nicht zufällig irgendwas Illegales dabei haben. Genug Kram sollten wir ja dabei haben, falls es haarig werden sollte, aber ich würde es ganz gerne ruhig angehen. Aber vielleicht kriegen wir ja noch irgendeine andere Transportmission, die wir an einer dortigen Raumstation abgeben können. Nee, leider nicht. Aber ein anderer Systeme. Ich meine, das ist ja immer nur ein Sprung. Und das sind ja hier nur Daten, richtig? Ja, nur Daten. Aber stopp, ist kein Ruf, ne? Aber ein bisschen Ruf bekommen wir ja immer. Wir brauchen den Ruf bei der Blue Mafia. Das ist sehr, sehr wichtig. Und nebenbei können wir auch gleich noch ein bisschen scannen. Na? Hallo? Wären Sie so freundlich, lieber Server? Na, das fängt ja schon mal gut an. Na klasse, und jetzt sind die Missionen weg. Oder hatte ich eine jetzt zufällig schon erfolgreich angenommen? Nein. Okay. Es ist ein Zeichen. Wir sollen uns auf diese Mission konzentrieren. Dann machen wir das auch. Ein Sprung bitte einmal bitte rüber nach LAS 1651. Route setzen. Rausfahren. Abheben. Fahrwerk. Los donnern! Wir können. Boot ist eingestellt. Bisschen ausrichten. Ach, Elite-Mensch. Es ist zwar erst ein paar Tage her, dass ich dich das letzte Mal gespielt habe, aber was habe ich dich vermisst? Flop! Und nun bitte. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Grundscan. Ui. Genau auf Kante. Nee, dann nehme ich lieber wieder die Navi-Boje. Ausrichten mit Super Cruise Assist. Flupdiwupp. 75% bitte. Na, können wir schon durchstarten? Ich glaube nicht. Scannen! Wer kommt da? Alter, harmlos. Ist der illegal? Ja, stopp! Den holen wir uns! Nee, der fliegt weg. Kann man vergessen. Entschuldigung, doch Navigationsboje. Der fliegt auch weg. Kriegen wir nie im Leben. Oh. Ebenfalls gesucht, aber der ist ja auch auf dem Weg weg von uns. Nochmal durchstarten, bitte. Ping, ping. Dankeschön. Wo bist du, Droni? Ich meine natürlich Boji. Hallo, Sketch. Alle Daten da. Dann bitte die Systemkarte. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas Terraformierbares? Nein. Nope. Alles felsig. Wie keine Metallwelten? Und hier ist so kalt, Mensch. Tatsächlich. Dieses System ist sehr arm an Metall. Na dann direkt rüber hier bitte. Vollspeed. Ausrichten. Und Frameshift. Und wow, schreit das hier nach einem Nickerchen. 19.000 Lichtsekunden. Ist ja fast ausschlafen. Da, der gehört uns. Silverback Jax. Zumeist harmlos. Hat schon keine Schilde mehr. Den holen wir uns. Aber sowas von. Wo ist der FSA-Unterbrecher? Modus wechseln. Den kicken wir raus. Komm raus hier, du Hund. Du wirst nicht umsonst gesucht. Das muss jetzt sein. T-Scan und dann... Dann holen wir vielleicht noch ein bisschen extra Kohle raus. Nimm mich auf, ja. Gut. Wir haben dich. Vergiss es und wehe, du haust ab. Dann müssen wir dich zweimal töten. Ka-ching!
Aber warum ist denn mein Rumpf Integrität? Ach naja, kriegen wir schon hin. Der ist gar nah. Ja, mach nur. Da ist er, ne? Ein Igel. Weiß ich doch. Alles gut. Alles gut, alles gut. Stopp. Ja, scannt ruhig. Und floppdiwopp. Und jetzt bist du dran. Ne? Näher ranfliegen. Sonst machen wir nicht genug Schaden. Oh, zu nah, zu nah. Wo willst du denn hinten machen? Ergibt er sich? Achso, der hat schon gar keine Schilde mehr. Stimmt, da war ja was. Raketen, jetzt. Jetzt. Na, 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 na. Hey, hey. Oh, er hat Hilfe gerufen oder so. Meine Raketen. Irgendwas stimmt mit meinen Raketen nicht. Jetzt, komm schon. Boom, geht doch. Was mit dem anderen jetzt? Was ist mit dem? Oh nein! Das ist ein ganz dicker, ne? Dann habe ich jetzt ein Problem, ganz offiziell. Den kriege ich nicht. Ich brauche Hilfe von der Polizei. Ich will die Polizei rufen. Gib Gummi, gib Gummi, jetzt! Komm ran. Oh, nie im Leben, nie im Leben. Flugstabilisator aus. Flugstabilisator an. Oh. Na, wobei. Schande. Schieß. Flugstabilisator aus. Ran. Raketen schon mal. Das belastet auch sein Schild. Und noch einen hinterher. Komm schon. Raketen, los. Wir halten es aus. Immer schön draufhalten und Raketen hinterher feuern. Jetzt, komm. Immer wieder haut's mir den Schub weg. Warum? Na. Das glaube ich hier nicht. Oh nein, das sind seine Schilde wieder da. Wir hatten ihn schon fast gehabt, Mensch. Wir sind runter vom Speed. Ja, so nicht. Na gut, halb. Komm schon, noch drei Raketen. Das muss reichen. Wenn seine Schilde weg sind, jetzt. Komm schon. Gib alles. Oh, ich habe keine Muni mehr. Synthese ganz schnell nebenbei. Geht das? Wo ist die Synthese? Hier, Raketen. Explosivmuni, sofort. Ja, mach. Na komm, lass dir Zeit, ne? Ist ja nicht so, als ob wir gerade im Kampf sind. Waffen neu bestückt. Oh. Ja. Na los. Oh, ich habe abgebrochen, ne? Doof. Dass er jetzt abhaut. Los, gib Gummi. Wir haben weitere Raketen. Das ist schön. Ran. Seine Schilde. Wir müssen seine Schilde weiter unten halten. Jetzt. Voll rauf. Oh, da ist noch wer hier hinzugekommen. Na, Schilde weg, Mann. Oh, wir kriegen Hilfe, sehr schön. Das freut mich. Seine Schilder sind wieder an. Na los, rede ich schon. Flugstabilisator an. 10 Schilder
Raketenmann! Los! Und boom, war's das? Den hätte man sicherlich auch vorher scannen können. Ich muss noch rausfinden, warum hier meine Schubregelung jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Action mache, wieder auf Null ist. Das ist irgendeine überlagerte Steuerung oder sowas. Anhalten bitte, anhalten! Das ist unser Kram, den haben wir uns sehr, sehr ehrlich und hart erarbeitet. Ja, scannt ruhig, ne? Module. Laser aus. Und Droni-Action incoming. Fährt gerade hoch, keine Panik. Jopp. Stopp, stopp. Oh, schon wieder zu früh gedrückt. Jetzt holt er nur eine Sache rein, ne? Aber wir haben zwei Drohnen. Klappe, Klappe. Tut mir leid, tut mir leid. Und jetzt habe ich aber nichts anvisiert. Droni kann seine Arbeit machen. Wo ist er denn hin? Kommt bestimmt gleich. Da ist er. Ein bisschen schneller, ne? Wir haben noch viel zu tun heute. Da wartet ein Virus, der möchte von uns installiert werden. Und wieder zurück. Ist viel Kram? Ein bisschen, ne? Ganz kurz wegnickern. Zur Not könnte man ja auch einen neuen Sammler noch bauen, falls jetzt unterwegs zu der Auftragsstation noch was passieren sollte. Sehr schön. Wir können erstmal wieder hier ganz kurz die Laser wieder einschalten. Man weiß ja nie, was kommt. Vollspeed. Ausrichten. Den Frameshift wieder hochfahren lassen. Oder können wir schon? Oh, ja, diese Aushängung, hä? Ist eingefahren. Jetzt, ne? Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bisschen ist ja noch. Gleich mal wieder die Äuglein schließen. Ach so, und ich sollte auch mal wieder hier unseren Schilden ein bisschen Energie geben, damit die sich aufladen können. Okay, wir kommen gut. Vorsichtig, noch nicht eintauchen. Noch nicht eintauchen. Wir machen das lieber wieder verkehrt herum. Runter jetzt. Fast direkt drauf knallen. Ja. Klasse, jetzt. Flop. Gib alles. Ja, du mach. Gleiten aktiviert. Wunderbar, cool. Bremsen. Wir müssen. Oh, wir müssen. Abfedern. Abfedern, ganz wichtig. Nicht, dass wir zerschellen. 0,03G. Aber das geht ja noch, ne? Wir fliegen eine Miniatur-Ehrenrunde. 17 Kilometer. Das sollte jetzt nicht zu lange dauern. Ist okay gewesen, ist okay gewesen. Geht besser, definitiv. Aber muss es immer die Nachtseite sein? Wir hätten ein bisschen warten sollen. Wobei, gibt's ja überhaupt Tag? Verflucht dunkel hier hinten. Was waren das? 19.000 Lichtsekunden? Das ist ein Dunkeltal. Das Tal der Ahnungslosen. Die haben hier nur drei Kanäle. Na bitte Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Okay, die 1. Links, ne? Ja, ich glaube schon. Und wir kommen mal zur Abwechslung, richtig? Nein. Nein, natürlich nicht. Okay. Alles cool, alles cool. Fahrwerk. Bisschen schneller können wir schon. Alles okay. Ist ja ein großes Landefeld. Was ist das denn bitte? Die Schüssel direkt vom Landefeld. Ich glaube, es geht los. Und floppdiwopp. Okay, ausrichten.
Und runter. Schön absetzen. Geht doch. Ohne Funken, Mensch. Ohne Funken. Kann ich hier zufällig meine Drohnen wieder aufladen? Meine Sammlerdrohne? Nein, können wir nicht. Gut, dann dackeln wir los. Als erstes checken wir unseren Anzug. Welchen wollen wir mitnehmen? Comfy? Oder lieber... Lieber Support ist kein Mord. Wegen des Schweißgerätes. Aber wenn die Action losgeht, hätte ich lieber Comfy. Wir nehmen Comfy. Sicher ist sicher. Und dann müssen wir unser Inventar checken. Gleich, wenn wir hier aussteigen. Direkt am Schiff, Mensch. Nicht, dass wir nicht gescannt werden dürfen wegen des Viruses, genau. Und Schiff wegschicken. Stimmt, da war ja was. Inventar verwalten. Irgendwas total Illegales dabei. Virus. Mission verboten. Uiuiuiui. Also von vornherein nicht erwischen lassen, ne? Aber wo müssen wir denn eigentlich genau hin? Das sollten wir vorher mal checken, ne? Ja, ist okay. Ist okay, geh weg hier. Fliegi wegfliegen lassen. Wir haben alles. Jo, danke. Hier Escape. Und dann vielleicht mal ganz kurz hier zwischen die Container laufen. Es wird haarig.